Meine Mutter wollte erst nie, dass ich Fußball spiele, weil sie keine Lust hatte, am Samstag immer auf dem Platz zu stehen oder hinzufahren. Musst dir vorstellen, 30.000 oder 40, 50, 60.000 dir zugucken, gerade wie du den Ball vor dem Tor hast, ist es schon eine ungewohnte Situation. Heute treffe ich ein großes Talent im deutschen Fußball, Finn Porath. Mit 18 Jahren hat er beim Hamburger SV seinen ersten Profivertrag unterschrieben und feierte gegen 1899 Hoffenheim sein Bundesliga-Debüt. Mittlerweile ist er in der dritten Liga bei der Spielvereinigung Unterhaching und will hier Spielpraxis sammeln. Und gleich setzt er sich hier hin. Und mit dabei habe ich natürlich mal wieder eure Fragen. Die Kollegen von Steuerung F haben ja mit dir eine Doku gedreht und da hat man schon den ein oder anderen Einblick bekommen. Zum Beispiel, dass du ein passionierter FIFA-Zocker bist. Das ist die erste Frage und die kam von der Community tatsächlich am häufigsten. Bist du mit deinen Werten zufrieden? Nein. Ich glaube, es ist normal am Anfang, dass die Werte nicht so gut sind, aber man kann nicht mit mir spielen, wenn man ehrlich ist. Also wenn man es wirklich professionell angehen will, dann kann man nicht mit mir spielen. Naja gut, jetzt mittlerweile hast du eine Stärke von 65, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ist schon besser als am Anfang. Genau, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja. Und rein theoretisch, wenn man jetzt im Karrieremodus spielt, du hast ein Potenzial von 73, also es sei denn, du willst jetzt mit Real Madrid irgendwie die Champions League holen, aber sonst bist du doch so ein kleiner Geheimtipp. Das habe ich auch schon gehört, das haben mir schon viele erzählt, dass ich doch auch vielleicht so ein kleines Talent bin in dem Spiel, Du zockst wahrscheinlich auch mit den Teamkollegen relativ viel. Wen ziehst du denn am häufigsten ab? Ich muss ehrlich sagen, wenn wir im Team spielen, spielen wir eher Fortnite gerade, weniger FIFA. Ich spiele eher FIFA mit Freunden von früher oder momentan halt eher Fortnite mit Leuten auch noch aus Hamburg, um so ein bisschen den Kontakt zu halten und so. Ist ganz cool sogar. Ja. Dann gehen wir mal von der virtuellen Welt so ein bisschen weg. Du bist hier bei der Spielvereinigung Unterhaching, bist Nachwuchsspieler und viele haben dich vielleicht schon in der dritten Liga gesehen, aber für diejenigen, die dich jetzt noch gar nicht gesehen haben, beschreib doch mal deinen Spielstil. Ich hoffe, ich spiele clever Fußball. Also ich versuche meistens mich gut zu bewegen im Raum. Ich versuche eigentlich mit weniger Kontakten zu spielen und ich würde eher sagen, ich bereite lieber Tore vor, als dass ich sie selber schieße. Und du bist ja auch sehr trickreich unterwegs. Genau, das auch. Ich mache alles so, auch was mir Spaß macht. Ich meine, wir spielen ja Fußball, damit es Spaß macht, oder? Na jetzt die Frage, also mittlerweile ist es ja im deutschen Fußball und auch in den Nachwuchsleistungszentren so, dass vergleichsweise wenige Spieler mit wirklich individueller Klasse rauskommen, sondern Passmaschinen eigentlich. Wie bewertest du das? Das finde ich auf jeden Fall auch so ein Thema, dass bei den NLZs gerade viel so über den Kamm geschert wird, dass alle das Gleiche machen, dass es quasi so versucht wird, der perfekte Fußballer, den auszubilden, ist irgendwie das Ziel. Ich kann sagen, ich bin noch irgendwie ein Junge, der auf der Straße viel gespielt hat. Ich glaube, dass es jetzt auch anders ist bei jetzt Jungs, die vielleicht 12, 13, 14 sind. Wenn die im NLZ trainieren, dann sind sie vielleicht nicht mehr mit den Jungs auf dem Bolzplatz. Aber ich bin das heute noch, wenn ich mit meinen Jungs mal in Hamburg kicken gehe oder so, sind wir auf dem Bolzplatz. Also ich bin da noch ein bisschen anders aufgewachsen vielleicht als die Jungs, die jetzt im NLZ sind. Sondern ich hatte den NLZ-Fußball. Aber auch ganz normal auf dem Bolzplatz jeden Tag. Dann hat dich der Hamburger SV entdeckt. Mhm. Wie war das damals? Wie lief das damals ab? Der Vater von Levin Öztunali ist damals Scout gewesen beim HSV. Und er hat mich dann quasi spielen gesehen in Lübeck. Beim VfB Lübeck war ich ein Jahr. Und hat mich dann nach Hamburg eingeladen. Dann haben wir natürlich überlegt, oder meine Eltern, gerade von der Fahrerei, weil meine Mutter wollte erst nie, dass ich Fußball spiele, weil sie keine Lust hatte, am Samstag immer auf dem Platz zu stehen oder da hinzufahren. Durfte ich aber doch dann, ich habe ein bisschen später angefangen als andere. Und ich bin dann, ich bin so gegen 6 aus dem Haus raus, bin dann gegen 7.15 Uhr in der Schule angekommen, war dann in der Schule bis 15.45 Uhr. Musste dann mit meiner dicken Sporttasche noch so groß zum Bahnhof laufen. Dann war 18 Uhr, war dann das ganz normale Jugendtraining. Da alle noch zur Schule gehen, ist es zu spät. Und dann um 19.30 Uhr war Ende, um 20 Uhr war wieder Abfahrt. Und dann war ich gegen 22.30 Uhr oder so, war ich wieder zu Hause, ins Bett und nächsten Morgen wieder los. Das war aber nur, das war das eine Jahr mit dem Fahrdienst. Das war ziemlich hart, es war U14. Aber es machen halt viele Jungs. Und da hast du zu dem Zeitpunkt dir überlegt, okay, boah, ist es das wirklich wert, soll ich das weitermachen? Irgendwie gar nicht, weil das damals hat es mir auch einfach Spaß gemacht. Also ich habe damals noch nicht gespielt, um Profi zu werden. Ich habe damals einfach gespielt, weil es cool war, beim HSV zu spielen und ich war auch irgendwie, glaube ich, nicht so schlecht und es hat einfach Spaß gemacht. Deswegen habe ich mir da eigentlich nie Gedanken drüber gemacht. Ja, trotz alledem ist es ja dann so gewesen, dass in den Medien, auch als du dann beim HSV warst, stand, oh, das ist Finn Porath, das Supertalent. Mhm. Wie hast du das zu dem Zeitpunkt mitbekommen und war das vielleicht sogar eine Art Druck für dich?
Ja, ich habe schon alles mitbekommen eigentlich. Also man kriegt es immer mit über Freunde oder über andere Wege. Ich weiß nicht, ob es eine Art Druck war, aber also erstmal war es natürlich schön, dass man quasi das Talent aus dem Verein ist, was jetzt bei den Profis ist. Ist für mich immer noch schön. Es hat sich nicht geändert. Aber es ist natürlich auch so, dass dann halt viele Leute auf dich schauen. Gerade wenn du in der zweiten Mannschaft dann spielst und weißt halt auch, dass du da deine Leistung bringen musst. Gerade für die Profimannschaft, weil du da einer bist, auf den eher geachtet wird. Deswegen war es auch Druck, aber also ich glaube, da kann man nur sagen, dass was Schönes ist, wenn man so dasteht. Ja. Jetzt bist du seit knapp 2 Jahren hier in Unterhaching. Mhm. Ich habe jetzt von mehreren Seiten schon gehört, dass du am Anfang schon gesagt hast, okay, ich will nicht nur kurz wo sein, wo ausgeliehen sein, sondern wirklich das über mehrere Jahre machen. Woran liegt das? Ja, gerade liegt es eigentlich daran, dass als Leihspieler, gerade als junger Leihspieler kommst du meistens zum Verein und brauchst halt erstmal Zeit, um dich ja zu akklimatisieren, irgendwie anzukommen im Verein. Und dafür ist einfach die Zeit von einer Saison zu kurz. Also du kommst an, dann sind meistens schon 10 Spiele, bis du dich irgendwie reingefunden hast. Dann hast du vielleicht deine Spiele, die du nicht spielst, hast du deine Spiele, die du spielst, das ist ja als Leihspieler ganz normal. Und dafür ist die eine Saison einfach zu kurz. Und dann ist halt auch so, dass dich viele Vereine gar nicht holen, weil sie halt sagen, sie brauchen halt, ein Leihspieler ist ja dafür da, um sofort eine Verstärkung zu sein. Und das machen halt die meisten nicht als junge Spieler, weil sie sagen, okay, der ist jetzt vielleicht in der einen Saison nicht die Verstärkung, aber vielleicht, wenn er sich entwickelt, dann in der nächsten. Und deswegen war für mich eigentlich auch damals mit Haching klar, ich mach's 2 Jahre, damit ich mir diese Zeit halt, wo ich dann halt wirklich spielen kann und eine Verstärkung sein kann, halt auf jeden Fall sicher. Trotzdem hättest du wahrscheinlich nichts dagegen gehabt, zum Hamburger SV zurückzugehen, als man in die zweite Liga abgestiegen ist, oder? Nee, hätte ich nichts dagegen gehabt, aber ist jetzt so gelaufen, wie es ist. Ich bin auch nicht traurig über sowas, weil ich glaube, auch irgendwo hat alles seinen Grund. Aber wie gesagt, ja, schauen wir mal, was noch passiert. In der Doku hieß es, ja, der HSV hat irgendwie keinen Kontakt zu dir gesucht. So kam es zumindest immer mal wieder rüber. Mhm. Wie war das in dem Sommer für dich? Zu wissen, okay, der Hamburger SV ist abgestiegen, sie suchen junge Spieler, sie wollen in Zukunft auf junge Spieler setzen, aber irgendwie kommt kein Kontakt. Ja, ich muss schon sagen, dass es im Sommer eigentlich schon schwer war, weil ja dadurch, dass sie halt abgestiegen sind und dadurch ist der Christian Tietz von der zweiten Mannschaft, der auch noch mein Trainer war, zu den Profi gekommen ist, war halt natürlich nicht ganz klar, ob ich hier bleiben kann oder nicht. Und dann hätte ich mir natürlich schon mehr gewünscht, dass mir das ein bisschen mehr erklärt worden ist oder ein bisschen offener kommuniziert worden wäre, was jetzt gerade der Stand der Dinge ist. Ich muss gerade aber sagen, dass es jetzt schon besser geworden ist, auf jeden Fall zur neuen Saison, auch jetzt unter Hannes Wolf und Ralf Becker ist jetzt neuer Sportchef, genau. Und also gibt es wieder mehr Kontakt? Genau, es gibt wieder mehr Kontakt. Okay. Ja, und genau, ich hätte es mir schon vorstellen können im Sommer, weil es ja auch mein Heimatverein ist, aber ich bin zufrieden so. Du bist ja ein sehr reflektierter Mensch und beachtest ja auch immer sehr das, was du auf dem Platz machst und schaust dir an, okay, was kann besser sein, was ist schon super. Wo hast du dich denn am meisten weiterentwickelt? Zum Beispiel war es für mich persönlich ein großer Punkt, in Stadien Fußball zu spielen. Also ich hatte auch in Hamburg immer das Gefühl, dass ich ja, wenn ich auf der Bank saß oder immer weiter, das Gefühl hatte, ich war mehr mit den Rängen beschäftigt als mit dem Spiel und habe mir halt, ja, man spricht ja immer von so einem Tunnelblick, den Spieler auf dem Platz haben und ich hatte das Gefühl, das hatte ich noch nicht, weil ich sehr aufgeregt war vor so vielen Leuten, dann gucken die mich an, wenn ich am Ball bin, musst dir vorstellen, 30.000 oder 40.000, 50.000, 60.000 dir zugucken, gerade wie du den Ball vor dem Tor hast, ist es schon eine ungewohnte Situation. Und dann die Reaktionen darauf. Genau, auch. Die Reaktionen darauf und dann in der zweiten Mannschaft hast du das nicht und das war zum Beispiel, es gibt viele Punkte, aber das war ein Punkt, den ich auch in Haching erst am Anfang lernen musste, dass du dann halt gerade auch in großen Stadien mit vielen Fans auch mal da auch einfach irgendwie so einen Tunnelblick reinbekommst, so eine Routine quasi. Das war für mich zum Beispiel ein großer Punkt. Dann lass uns auch mal ein bisschen so in die Zukunft schauen. Jetzt bist du hier in der dritten Liga, die Leihe endet am Ende der Saison und man muss wirklich sagen, du hast deinen Weg gemacht, bist zwar immer noch relativ am Anfang deiner Karriere. Ich bin noch brutal am Anfang. Ja. Es klingt jetzt schon so weit, aber um Gottes Willen. Ich bin noch am Anfang, hoffentlich. Ja. Vor ein paar Tagen habe ich Patrick Herrmann getroffen und der hat gesagt, ja, mit meinen 28 Jahren gehöre ich ja schon zum alten Eisen. Ja, das bin stimmt. Ich auch, das ja. Stimmt mit 28 das stimmt. Jahren? Das stimmt wirklich. Im Fußball ist es echt, boah. Also muss man schon sagen, im Fußball geht es echt schnell. Also sogar Fußballer, die aufhören, wo man dann mit denen zusammenspielt und denkt, okay, der ist ja ein Fußball-Opa.
der hört halt mit 34 auf und mit normalem Leben ist er ja noch brutal jung. Also, aber im Fußball geht es einfach relativ schnell, dass auch Junge nachkommen. Und da gehörst du einfach schon mit 25 zu den älteren Hälfte der Mannschaft und dann mit 28, 29 bist du ein erfahrener Spieler, alter Hase. Eigentlich Wahnsinn, ja. Oder? Es geht schnell, deswegen ist ja auch so ein Druck da. Ist ja deswegen, ja. Du bist jedes Jahr ein Jahr älter. Dann lass uns doch mal über die Zukunft sprechen im Sinne von nach der Karriere. Eigentlich wollte ich das überhaupt nicht ansprechen, weil, mein Gott, du stehst noch relativ am Anfang. Ne? Ja, aber ist ja gut, wenn man sich Gedanken macht jetzt schon. Definitiv. Du oder? Studierst Sportmanagement, wenn ich das richtig im Kopf habe? Ich möchte Sportmanagement studieren. Du möchtest? Also wenn, also. Ja, genau. Ich habe keinen anderen Studiengang, der mich eigentlich anspricht, so jetzt voll in dem Thema, sondern ich kann mir vorstellen, im Fußball zu bleiben später nach der Karriere, auch wenn es jetzt schon weit hin ist. Aber ich glaube, dass ich jetzt ja gerade genug Zeit habe zu studieren und das auch in Ruhe zu machen und nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt in 3 Jahren fertig sein, sondern in der Regelstudienzeit. Sondern wenn ich da im Fußball bleiben wollen würde und dann ein Sportmanagementstudium abgeschlossen habe, denke ich, ist das für meine Zeit nach der Karriere schon ziemlich cool. Falls ihr die Doku mit Finn Porat noch gar nicht gesehen habt, dann kann ich euch die nur wärmstens ans Herz legen. Hier ist sie verlinkt und dazu gibt es auch noch ein anderes Interview, was ich vor kurzem mit Patrick Herrmann geführt habe. Ansonsten bleibt mir nur noch eins zu sagen. Ich wünsche euch gut Kick und ciao.